Ihr macht mir übrigens keine Angst. Ah! Oh Gott! Geh bitte weg. Ja, kommentiert, unzensiert und mit viel Humor präsentiert. Ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen Horror-Einteiler, der dieses Mal mit dem wundervollen Namen Precipice daherkommt, was laut dem Google-Übersetzer wohl so viel heißen soll wie Abgrund und bestimmt mal wieder rein gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Naja, wie dem auch sei, ich würde aber sagen, wir entschleichen erst einmal diesen mit Kakerlaken verseuchten Raum und werden uns dann erstmal ein wenig umschauen. Ich würde gerne vorwärts laufen, es geht gerade leider nicht. Warum kann ich nicht... Ich kann auch nicht nach links laufen. Ich kann nach hinten laufen und nach rechts. Jetzt möchte ich mal kurz... Warte mal, warte mal. Warum kann ich jetzt nicht... Nee, komm, das haben die jetzt nicht wirklich gebracht, ne? Wisst ihr, ich würde mich ja gerne mal mit dem Entwickler zusammensetzen. So, auf Kaffee... Nee, komm, Kaffee trinke ich nicht. Auf einen Energy Drink oder sowas. Und dann würde ich ihn gerne mal eine einzige Frage stellen, ja? Wie ist eigentlich auf die Idee gekommen, den Befehl zum Vorwärtslaufen auf die Taste Z zu legen? Das würde ich echt gerne mal wissen, du. Was soll das? Was soll das? Und wie... Warte mal, wie kann ich denn überhaupt nach links laufen? Ah, mit Q, natürlich. Mit Q, ja. Das war ja völlig klar gewesen. Was soll das denn? Wurde das Spiel irgendwie für Aliens entwickelt, die so mega die Krüppelfinger haben? Ich meine, wie soll ich das denn machen? Soll ich jetzt hier mit einem... Ich blick's nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Pass mal auf. Ich hoffe, das Spiel ist nicht allzu kompliziert. Und wir werden das Ganze jetzt einfach mal so spielen, dass ich einfach nur Z zum Vorwärtslaufen benutze. Ich hoffe, das wird gut funktionieren. So, also nochmal herzliche Willkommen zu Precipice. Macht ja auf jeden Fall schon mal einen netten Eindruck, möchte ich meinen. Ich finde, der Raum ist auch richtig schon eingerichtet hier mit der einzelnen Lampe und so. Finde ich richtig toll. Ach nee, Verlängerungskabel. Wisst ihr, das Verlängerungskabel, das war richtig wichtig gewesen. Das war ganz wichtig. Das ist nämlich sehr wichtig, dass diese Lampe, ja, dass sie nämlich genau 2 Meter von der Wand weg steht. Das ist wichtig. Deswegen muss da so ein Verlängerungskabel zwischen sein. Das muss so. So. Eins muss man dem Spiel ja schon lassen, ne? Es sieht grafisch ganz cool aus. Das muss ich wirklich sagen. Es ist, ja, ansehbar. Oh, das ist mega scheiße, nur mit Vorwärtslaufen hier durch die Gegend zu latschen. Sieht wirklich voll geil aus. Ein paar Bilder hängen hier an der Wand. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das so mit dem Grafikstil. War es Contempt gewesen? Ich glaube, Contempt sah auch ähnlich aus. So, wir gehen eine Treppe runter. Das schien wohl der Abgrund zu sein. Also hat der Name wohl doch was mit dem Spiel zu tun. Ich habe mich geirrt. Oh, kommt, Leute, das könnte doch besser. Das ist anscheinend wieder ein PT-Abklatsch. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Oh Mann. Warum denn immer dasselbe? Kommen wir hier eigentlich durch? Habe ich das eben schon ausprobiert? Ich weiß es nicht. Da kommen wir nicht durch. Alles klar. Diese Tür bleibt uns vorerst verschlossen, wird uns aber später bestimmt aufgeschlossen. Das hat sich gereimt. Kommt ja auch von mir. So, hier kommen wir auch nicht rein. Anscheinend laufen wir erstmal 10 Mal im Kreis, bevor es weitergeht. Mhm. Ich liebe diese Bilder in Horror-Games. Die sind einfach göttlich. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, noch hat das Spiel ja gute Chancen, mich noch positiv zu überraschen. Das kann sich ja noch schlagartig ändern, das Ganze. Und mal wieder starten wir hier. Wie lange soll das jetzt noch weitergehen? Sollen wir jetzt wirklich irgendwie so 20 Mal so im Kreis laufen oder wie ist jetzt? Die Musik hat übrigens gerade schlagartig aufgehört. Ich finde das nicht gut. Warum steht da eigentlich ein Fernseher auf dem Boden?
Ich habe mir die Sachen auch nicht so genau angeschaut, ne? Hier sind auf jeden Fall zwei Bilder von unserer Freundin. Ich weiß es nicht, höchstwahrscheinlich. Wir haben es übrigens 15.02 Uhr, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Vertrockneter Seestern, klar, das ist so Standard. Ne, so Standard-Deko. Warum? Okay, da glimmt auf jeden Fall noch eine Zigarette. Und wir hatten anscheinend wohl auch ein Alkoholproblem oder jemand anders. Ich weiß es nicht genau. Sind diese russischen Puppen hier auch, ne? Ein altes Telefon. Was ist denn da mit der Lampe los? Ich will... Mann, Alter, ich will... Ich muss mal kurz den Finger wechseln. Was quietscht denn hier? Wo ist so das Ding denn her? Hat er wahrscheinlich aus der Turbine geklaut vom Airbus. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher. Alter, voll aggressiv. Aggressiven! Das könnte auch Maschinengewehr sein. Weltkrieg 3. Sie kommen! Schießt! Voll das MG, Alter. So. Sag mal, passiert hier auch nochmal was? Ich bin hier die ganze Zeit mal gucken, ob hier sich hier irgendwas verändert oder so. Da kommen wir immer noch nicht durch. Ich glaube, das Spiel wird einen verarschen. Nervt zum Glück überhaupt nicht oder so. Muss ich vielleicht rückwärts gehen? Ich gehe jetzt noch einmal durch. Ich muss gleich wirklich mal versuchen, ob man auch rückwärts gehen kann. Ja, danke dafür. Hallo, ich... Okay, jetzt wird's ekelhaft. Jetzt wird's doch ein bisschen ekelhaft. Auch toll, diese Musik, die ganz kurz so für 10 Sekunden aufgetaucht ist und dann wieder weg war. So eine Spiele brauchen keine Musik, Leute. Die leben von ihrer Atmosphäre. Ich finde, gerade bei Horrorspielen brauchst du keine Musik. Oh, die ist abgeschlossen. Dann gehen wir doch mal nochmal die Treppe hinauf und... Ich dachte gerade kurz, da steht jemand mit diesem Ventilator. Keine Ahnung warum, Alter. Was ist das denn eigentlich? Oh, cool, ein PS4-Spiel. Oh, cool. Warte mal, was ist das? Was ist das? Ist das... Warte mal. Warte mal. Mann, das ist so blöd mit der Steuerung gerade. Was ist das für ein Spiel? Was steht da ein Titel drauf? PT? Nee, Tipi. Tipi, das ist ja geil. Ey, was eine coole Anspielung. Oder steht da? Nee, PT steht da tatsächlich. Ey, wie cool, die haben das originale Cover. Ey, das feier ich. Das ist ja echt ein cooles Easter Egg. Geil. PT. Konnte man sich das damals eigentlich wirklich so kaufen? So als, zum Anfassen, sag ich mal. Ich war... Nee, was laber ich denn? Das gab's nie für PS4. Das hat's nie für PS4 gegeben. Das war doch... War das nicht damals auf der PS3? Oder war das P... Ich weiß es nicht mehr. Kann mir das mal jemand in den Kommentaren verraten? Das war doch auf irgendeiner der beiden Konsolen, ne? Da kommen wir immer noch nicht rein. Oder war es doch... Ich glaube doch, das war PS4 gewesen. Das Bild hing, glaube ich, vorher auch schon. Das Spiel macht gerade Pluspunkte bei mir. Ich bin immer noch sauer auf die Steuerung. Das ist gut, Alter. Das ist gut. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Ich fange gerade an, mich ins Spiel so ein bisschen zu verlieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die wollen dann jetzt so richtig in die Irre führen. Ich merke es gerade. Was ich jetzt gerade cool finde, es ist nicht so klassisch PT. Du läufst einfach nur im Kreis, sondern es tauchen manchmal wirklich so Türen irgendwo auf, wo vorher keine gewesen waren. Oder du musst auch mal rückwärts laufen oder sowas. Fängt wieder das Licht an zu flackern.
Ich will nicht. Ich will nicht weitermachen. Ich weiß nämlich ganz genau, womit dieses Spiel enden wird. Mit einem so richtig fetten Jumpscare. Hallo? Also einen richtig fetten, wisst ihr? Und da habe ich gerade richtig Angst vor. Und ich kenne das von diesen Spielen, dass die können so richtig mies sein. Die machen nicht so viele kleine Jumpscares, die machen nämlich so einmal ganz am Ende, so einmal BAM! So richtig heftig. Heftig. Hallo? Ja. Haben leider keinen Empfang, leider. Alter, wie gut das einfach aussieht in den Lichteffekten. Okay, wir sollen wieder rückwärts laufen. Boah, das Spiel macht gerade so eine richtig fette 380-Grad-Wendung. Weißt du, ich habe zuerst so gedacht, oh, ja, ist wahrscheinlich wieder eins von diesen trashigen Dingern. Aber ich sehe nichts. Das ist die Uhr, ne? Warte mal, wie spät haben wir es denn? 15.08 Uhr, die läuft anscheinend mit. Abgeschlossen. Oder müssen wir hier rein? Es geht weiter, liebe Freunde. Hier ist eine Leiter nach oben. Kinderspielzeug. Und Putzmittel in der Nähe. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht... Hallo, die Damen, na? Sie also auch hier? Alter, das ist mega creepy hier gerade. Die Musik. Lass die Musik doch weg, Mensch. Warum haben sie die Musik an? Das macht die Atmosphäre kaputt. Oh, eine Taschenschlampe. Kann ich die mitnehmen? Ich kann die Taschenschlampe mitnehmen? Wie aktiviere ich die denn? Wahrscheinlich mit M oder so. Mit F? Mit... Weil die Musik ist gerade ein bisschen... Die ist zum Glück überhaupt nicht laut oder so. Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich die Taschenschlampe benutzen kann. Oder macht er die von selbst an? Ich glaube, die würde er dann wohl von selbst anmachen oder so. Oder sollen wir wieder rausgehen? Das sieht mega gruselig aus. Die Tür ist abgeschlossen. Nee, die ist offen. Wir gehen wieder zurück. Was? Komm mal auf mich zu verarschen. Wie mache ich die Taschenschlampe an, Mann? Kann ich auch Lichter machen? Nee, kann ich natürlich nicht. Ich komme nicht mehr zurück. Ich laufe die ganze Zeit immer wieder in den Raum hinein, ne? Ich laufe die ganze Zeit immer wieder hier rein. Was soll ich denn machen? Oder ist das der Sinn und Zweck? Oh, ich finde... Ey, wenn die gleich woanders steht, ne? Die wird gleich 100 pro woanders stehen. Oh, du kannst aber schön Geige spielen. Wer schmatzen da? Ist es überhaupt ein Schmatzen? Wer hat hier kein Benehmen am Esstisch? Oh, das Bild sieht doch außerordentlich schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Darf ich wieder raus? Wer oder was sind Sie und warum haben Sie hier rotes Licht an? Hier auch wieder das wunderschöne Verlängerungskabel. Finde ich ganz toll. Ach komm! Willst du dich doch verarschen, Alter? Soll ich jetzt die ganze Zeit nur hin und her laufen, oder was? Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umschauen, eigentlich. Ja, Bettwäsche, schöne Blümchenbettwäsche. Voll geil, auf jeden Fall. So, hier sind kleine Segelbötchen. Bücher. Ich bin hier gerade mal gucken, ob ich was davon kenne. Wahrscheinlich nicht. Tabletten.
Was sagst denn du dazu, hm? Nicht viel. Oh Leute, ich bin gerade so angespannt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Achso, wir sind wieder im Flur. Ich wollte gerade sagen, wo sind wir jetzt? Oh, da möchte ich eigentlich nicht nochmal rein. Nee, nee, zum Glück. Boah, das Spiel, das entwickelt sich gerade richtig gut. Ich dachte zuerst, das wäre auch so einfach so ein ganz einfach Abklatsch. Aber das ist so eine ganze Ecke mehr sogar eigentlich noch. Kann ich auch wieder nach unten gehen? Ich warte übrigens immer noch auf den Jumpscare des Todes. Bin ich immer noch ganz gespannt drauf. Wir hätten auch wieder gerade in den Flur gehen können. Hm. Warten, warten, warten. Was ist das? Feueralarm oder was? Nee, was ist das? Ist das... Coney. Ja, nee, ist klar. Ist der Feueralarm oder was? Wegen der Zigarette vielleicht. Okay. Und jetzt sind wir wieder in diesem Raum. Die Bücher lagen die hier eben auch schon rum? Ich weiß es gar nicht. Bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber ich glaube nicht. Warst du das gewesen? Die steht hier anders, ne? Die steht hier anders? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die steht hier anders, Mann. Och Mann, verarsch mich doch nicht. Da piept es noch frohgemüt. Ja, ist so gut. Ich rufe gleich die Feuerwehr. Rot ist eine sehr vertrauenswürdige Farbe. Ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben. Ich will nicht mehr. Alter, dieses Spiel. Komm, wir gehen einfach nochmal die Treppe runter. Die Taschenlampe ist übrigens für den Arsch. Sehr viel sieht man damit wirklich auch nicht. Zu. Dann geht's an. Ich höre einen Bienenschwarm und wieder dieses Geschmatze. Wen muss ich da wieder Tischmanieren beibringen, hm? Du bist also der Übeltäter, na komm mal her. Sie verarschen? Ich sehe nichts. Ich... Hallo. Achso, die Tür ist abgeschlossen. Man sieht hier gerade auch kaum was, ne? Abgeschlossen. Dann doch wieder in diesen anderen Flur. Oh, ich sehe hier gar nichts, ey. Nur so Schemen. Hier geht's auf jeden Fall rein. Ich sehe nichts. Es ist absolute Schwärze, ich sehe hier gar nichts. Hä? Nee, warum ist denn... Hä? Warte mal, bin ich jetzt blöd? Nee, hä? Ah, jetzt, okay, ich war gar nicht in der Tür drin. Ich bin einfach zurückgelatscht, aber ich sehe ja auch nichts. Nee. Ich meine, ich habe mich doch nicht erschrocken. Es ist eine coole Reaktion von mir, wenn ich entspannt bin. Na, wollen wir ein bisschen tanzen? Tango, Tango, hm? Ich finde das nicht toll mit der Musik, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Musik hätte man weglassen können. So, jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen. Wird sie eigentlich auch nochmal nach oben gehen? Ich weiß es nicht. Abgeschlossen. Na, das ist doch sehr schön. Da freue ich mich doch sehr drüber.
Was soll ich denn machen? Hm? Hast du eine Ahnung? Ich glaube, der weiß auch nicht mehr weiter. Der ist auch schon total verzweifelt. Lady. Ohne Nippel. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Die wirft auch schon so leichte Falten. Ich glaube, die brauchen so eine Antifaltencreme oder sowas. Ich möchte durch die Tür gehen. Danke sehr. Wo ist denn dieser Spastmatiker, der hier wieder rumstand? Vorhin. Mit seinen schlechten Tischmanieren. Krieg! Entschuldigung. Soll ich jetzt wieder die ganze Zeit hin und her gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum leuchtet unsere Taschenlampe eigentlich rot? Da, seit wann ist da eine Tür? Komm, ich frag einfach nicht. Ich werde das einfach nicht... Oh, hier geht's weiter. Sehr interessant. Hallo. Ich glaube, sie wollte gerade zu Rossmann gehen. Antifaltencreme kaufen, bin mir sicher. Wie ist denn so, hm? Mensch, da trifft man sich ja auch nochmal hier... Auf der Straße, wollte ich fast sagen. Ach, das... Ach, deine Freunde hast du auch gleich mitgebracht. Ja, Mensch, da freue ich mich ja. Sehr schön. Wollt ihr auch alle zu Rossmann, ja? Auch alle Antifaltencreme? Freue ich mich. Komm mit, ne? Ich muss da auch nochmal hin. Kondome kaufen. Kennt man ja. Und wir finden uns wieder hier wieder. Warte mal, jetzt möchte ich mal ganz kurz was wissen, ja? Wenn wir dort hinten hingehen, wo geht es dann dorthin? Das kannst du mir auch nicht verraten, ne? Ich hätte jetzt erwartet, dass die Puppen uns vielleicht ein bisschen verfolgen oder sowas. Du hast Namen verloren. Vielleicht solltest du auch ins Krankenhaus gehen, nachdem du bei Rossmann warst. Ich weiß nicht, so ein fehlender Arm ist manchmal nicht so gesund. Hab ich gehört. Wer reißt denn hier die Arme von den netten Puppen ab, Mensch? Finde ich aber nicht so toll. Die bewegen doch sich. Die verändern ihre Position, ne? Komm, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal alle im Arsch lecken. Ganz ehrlich. So, wir haben es. Wir bewegen uns in einen Raum. Außerhalb von Raum und Zeit. Ich verstehe. Zeit ist hier nicht von Bedeutung, liebe Freunde. Aber Puppen. Ne? Ja, komm, knall die einfach wieder die Tür von dem Kopf. Ich glaube, der Typ da hält es auch nicht mehr aus. Was ist das denn da auf dem Boden? Was habt ihr da gemacht? Sie stehen alle schockiert um diesen Fleck herum. Irgendwer hat hier was verschüttet. Mal aufnehmen hier, ne? Genau, was, wie sind wir denn hier ausgestattet? Tastatur, Maus, ja, Lautsprecher. Und Teetassen und Teekannen scheinen wir wohl auch zu sammeln. Und Teelichter, ist doch klar. Was ist das denn? Kalender, 1995, Was habt ihr da für ein schönes Bild? Bild. Ich find das Spiel irgendwie gut. Es basiert so auf PT, ne? Aber erweitert das Ganze nochmal ein ganzes Stück, was ich gut finde. Schöne Arschbäckchen. Was? Jetzt sind wir schon wieder hier. Deine Blume verliert übrigens Blätter. Ich wollte das nur mal kurz gesagt haben, ne? Vielleicht solltest du dich mal wieder gießen. Oder reinpinkeln. Weiß man nicht. Bisher habe ich auch kein Badezimmer bei dir gesehen. Von daher. Einfach in den Blumentopf pinkeln und kacken. Ist das Beste, was du überhaupt machen kannst. So, sollen wir. Was soll denn dieser Schatten hier? Ach so, das ist von ihr der Schatten. Ich habe gerade kurz überlegt, warum. Wieso, aber. Komm, vergiss es. So, wie oft sollen wir jetzt hier wieder im Kreis laufen oder müssen wir zurücklaufen? Das Spiel ist so mega verwirrend. Nein, wir sollen wohl weiterlaufen. Ihr macht mir übrigens keine Angst. Ah! Oh Gott!
Ja, macht mir keine Angst. Schwachsinn. Ach ja, das war auch wieder eine coole Reaktion von mir gewesen. Gar keine Frage, ja, das ist... Ja, macht mir keine Angst. Schreit er da rum wie... Was ist denn hier los? Party hart oder was? Mach ich doch gleich mit. Yeah, wir rocken ab zu gruseliger Musik. Das ist so ein Horrorclub, weißt du, so ein Horror-Dance-Club. Komm, ey, was machen die da überhaupt? Irgendwie so und dann... Ich will meinen Kopf jetzt nicht so schütteln, weil sonst fliegen meine tollen Kopfhörer weg. Alter, was ist denn hier los? Alter, bin ich hier irgendwie in Irrenhaus gelandet? Was machst du da? Die ist doch nicht mal normal, ey. Ja, shake it. Wo ist denn deine Freundin, die mir eben so nett entgegenkam? Die hätte sich auch mal entschuldigen können, dass sie mich so angerempelt hat, ne? Oh, blaues Licht. Sehr schön. Da werfe ich vor Freude doch gleich mal die Ming-Vase vom Regal. Ihr habt übrigens eure Plattform hier vergessen. Wollt ihr mal gesagt haben. Oder Frisbees oder was das auch immer ist. Fladenbrot. Es ist Fladenbrot. Fladenbrot, der auf dem Teppich log. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bis jetzt, das Spiel macht einen sehr guten Eindruck. Nicht du. Willst du dich entschuldigen, oder was? Hm? Komm mal her. Weißt du, ich war nett zu dir gewesen. Gut, ich habe das mit den Falten gesagt, ich war nur ehrlich, ja? Ich meine zu dir, hol dir mal Antifaltencreme, das sieht wirklich besser aus. Weißt du, ich habe dir wirklich, ich wollte dir nichts Böses. Und dann machst du so eine Scheiße. Ich finde das echt nicht gut. Warum? Ich muss mal kurz meine Kopfhörer justieren. So, jetzt muss ich muss jedes Mal einmal Z suchen gehen. Du bleibst da, ne? Mädel. Wo sind denn deine Freunde? Rossmann wahrscheinlich. Und den Blutfleck machst du weg. Der ist nämlich schon am Einziehen. Den kriegst du später nicht mehr raus. Wenn ich jetzt weitergehe. Nee, komm, das würden sie nicht bringen. Zweimal den gleichen Jumpscare, das würden sie nicht bringen. Aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, weil es jetzt gerade so dunkel dort hinten geworden ist. Erst haben sie einen gezeigt beim Reingehen. Ja, da steht die Puppe. Es wird dunkel und jetzt läuft es auf uns zu. Oder verliert den Kopf. Es hat ungefähr denselben Effekt. Wo hast du denn deinen Kopf gelassen? Hm? Erst Arme verlieren, dann Kopf. Solltest vielleicht mal zum Arzt gehen. Ja, oder dein Kopf sollte zum Arzt rollen. Ich glaube, dein Körper ohne Kopf kann nicht sehr viel anstellen. Du bleibst da, gut. Der Blutfleck ist immer noch da, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Morgen ist er weg. Na, hast dich erholt von der Party? War cool, ne? Ach, das ist die ohne Arm. Ach, das ist eine andere. Ach so. Warum schaue ich jedes Mal nach hinten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich überhaupt nicht irgendwie so Paras oder so hab. Krieg! Und wenn wir jetzt unten sind, ist die Figur verschwunden. Oder streckt uns ihren nackten Arsch entgegen. Das kann natürlich auch sein, aber die stand doch eben noch da. Wie hat sie das denn gemacht? Mit 3 Schritten weggelaufen? Nicht schlecht. Es hat so einen Tuck-Tuck-Tuck gemacht, dann war sie weg gewesen. Mensch, das gibt's doch echt nicht. Was liegt da überhaupt auf dem Boden? Warum liegt da ein Stift auf dem Boden? Hier herrscht Zucht und Disziplin. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie uns wieder entgegenläuft. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe mich selten so gut erschrocken in letzter Zeit. Das Spiel macht vieles richtig, außer der Steuerung natürlich.
ich mag mich bei solchen Spielen immer nur so ganz langsam umdrehen, weil ich ganz genau weiß, dass es irgendwann steht, wer hinter dir. Vielleicht sollte ich auch mal wieder nach Türen Ausschau halten, die plötzlich auftauchen. Ja, da war der Tischler mal wieder ganz schnell gewesen. Hat er eben fix eine Türen gebaut. Ist ein bisschen Schimmel an den Wänden, ne? Oder ist es eine Tapete, die so aussehen soll? Ich weiß es nicht. Das Bild ist unfassbar hässlich. Was ist das eigentlich? Ein Typ, der Nasenbluten hat, oder was? Ich hab doch keine Ahnung. Da hat der Typ eine Taschenlampe und denkt dich so... Ja, moin. Komm, ich mach die einfach mal aus, während ich die dunkle Treppe runtergehe. Vielleicht falle ich hier auf die Fresse. Resident Evil 7 oder was? Gleich kommen die Bakers um die Ecke. Schön, schön. Diese Türen hier immer so random auftauchen. Och komm, nicht du schon wieder. Mit der blöden Nasenbluten, Alter. Es interessiert mich wie einen feuchten Furz. Ah, wir haben mal wieder Licht. Die nette Dame ist weg. Wir kommen jetzt hier sogar rein. Ich würde die Taschenlampe auch gerne mal selber anmachen. Das wäre sehr schön. Abgeschlossen. Mhm. Weißt du, der Typ denkt sich auch nur, mach die Tür auf. Nope, macht sie wieder zu. Der hat auch keinen Bock mehr. Ah, eine neue Tür. Sehr schön, Mensch. Das Haus wird stets erweitert. Ich freue mich. Wir sind im Badezimmer. Anscheinend besitzt der Herr keine Toilette. Keine Toilette im Badezimmer. Nur Leichen. Oh, meine Taschenlampe kommt es aber sehr früh an, du. Warum haben wir hier keine Toilette? Das ist irgendwie witzig, dass ich das eben noch so vorhin erwähnt habe, so, dass er bestimmt in seine Blumen kackt oder so. Und hast du hier wirklich kein Klo. Schon witzig. So, eine Sache, die mich ja wirklich mal interessieren würde, ne? Viele Spiele vermeiden es ja, einen richtigen Spiegel einzusetzen. Aber mich würde echt mal interessieren, wie programmiert man so einen Spiegel? Das würde mich echt mal interessieren. Stellt man auf die andere Seite einfach wirklich so ein zweites Modell von dem Zimmer und von dem Spieler hin, der dann einfach so dasselbe macht? Oder wie funktioniert das? Oder kann man so einen Spiegel auch so im Spiel quasi so richtig programmieren, also wie auch in echt funktioniert, dass er wirklich spiegelt? Das würde mich echt mal interessieren. Ich will das mitnehmen. Ich will das einfach mitnehmen, Leute. Ohne Scheiß, das Spiel würde ich echt gerne nochmal spielen, das Original. Da hätte ich echt Lust drauf. Sag mal, irgendwo erkenne ich doch diese Musik, aber... Ich meinte, ich hätte die schon mal irgendwo auf YouTube gehört. In irgendeinem Video. Bin mir sicher. Wir sind lange nicht mehr die Treppe runtergegangen, ne? Also diese gewundene Treppe. Vielleicht ist es jetzt ja wieder so weit. Wie spät? 15.31 Uhr. Na Mensch, wie lange nehme ich überhaupt auf? 44 Minuten, wie lange geht das Spiel denn? Mal gucken, ob ich zwei Parts draus mache. Wobei, ich glaube, ich belasse es bei einem. Die Tischler werden immer schneller, ne? Das ist unglaublich. Achso, wir gehen durch die Tür. Ja, auch wieder. Die bauen stetig um. Ein Gang voller Türen. Also, welche Firma auch immer diese Türen gebaut hat, ne? Die müssen sich dumm und dämlich daran verdient haben. Erst einmal gucke ich hier. Die Tür geht auch auf. Auf.
Der Typ knallt sich allerdings immer die Türen selber in die Fresse. Partylicht ist wieder fett am Start, liebe Freunde. Willst du vielleicht mal deine Taschenlampe anmachen? Warum wird das Licht dunkel? Warum kannst du bitte anbleiben? Das wäre sehr schön. Nie, es wird nur rot. Und stinkt nach Kot. Es hat sich gereimt. Wir werden immer langsamer. Wir werden immer langsamer. Pritze, Pitze. Mhm. Eins der wenigen Horror-Games, Indie-Horror-Games, das tatsächlich ohne Jumpscare endet. Interessant. Okay, man hört übrigens im Hintergrund noch die Schritte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt. Respekt. Also als ich angefangen habe, ich hätte nicht mal ansatzweise sowas Geiles erwartet. Geiles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und dann sind wir auch wieder im Hauptmenü. Wieder vor allen Dingen das erste Mal. Geiles Spiel. Also ich hab, gut, okay. Man muss die Steuerung mal, die Steuerung muss unbedingt mal überarbeitet werden, ja. Ansonsten geiles Game, Alter. Und die Musik, aber kann man diese vielleicht selber sogar ausschalten? Ich weiß es nicht. Kann man die... Ist das, oder ist das allgemein... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, das ist allgemein Audio. Ich hätte gern die Musik. Die Musik muss weg. Musik weg. Vielleicht stattdessen ein paar Geräusche hintermachen und die Steuerung neu. Ansonsten ist das Spiel mega geil. Mega geil. Also wie PT, nur teilweise besser. Oder geilsten fand ich den Jumpscare, wo die eine auf mich zugerannt kam. Da habe ich mich richtig eingekackt. Ja, ich sollte vielleicht auch gleich mal die Hose wechseln. Naja, das war auf jeden Fall Precipice. Schönes Spiel auf jeden Fall. Link ist in der Beschreibung. Und wie immer dürft ihr auch gerne das Video mit Like oder Dislike bewerten. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Oder ihr lasst es ganz gut. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.